Es wurden für Herrn Stefan Weil abgegeben 69 Stimmen. Niedersachsen hat mit Stefan Weil einen neuen Ministerpräsidenten. Bereits im ersten Wahlgang gewann er die Abstimmung im Landtag. Es war die erste Bewährungsprobe für Rot-Grün. Mit einer knappen Mehrheit von einer Stimme werden sie in Zukunft Niedersachsen regieren. Der neue Ministerpräsident schaut zuversichtlich auf die schwierigen Aufgaben der nächsten Jahre. Ich glaube, Niedersachsen muss dicke Bretter bohren. Wir haben einen deutlichen Bevölkerungsrückgang. Das heißt, wir müssen viel für Familienfreundlichkeit tun. Wir haben vor allen Dingen bei der Bildungspolitik viel aufzuholen. Und wir müssen uns um Regionen kümmern, die bei Lichte besehen gar keine rechte Perspektive mehr haben. Das sind, wie gesagt, dicke Bretter. In großen Buchstaben steht Einigkeit am Eingang des Landtags. Und genau diese Einigkeit brauchen die Rot-Grünen nun. Mit dem Wahlsieg von Weil unterstreichen die beiden Parteien ihre Aussagen über die harmonischen Koalitionsgespräche. Anja Piel, Fraktionsvorsitzende der Grünen, zeigte sich bereits vor der Wahl zuversichtlich. Nach den letzten Wochen Koalitionsverhandlungen und den tollen Ergebnissen am Wochenende ist es eigentlich ein sehr schöner Tag, weil wir mit gutem Rückenwind und einstimmigen Voten in die Abstimmung heute gehen. Wir haben starke Rückendeckung von unserer Partei auf beiden Seiten, bei der SPD wie bei den Grünen. Und insofern freue ich mich heute sehr. Auch der Landtagspräsident wurde heute im Amt bestätigt. Vor der Wahl gab es viele kontroverse Stimmen zur Kandidatur von Bernd Busemann. Der frühere niedersächsische Justizminister wurde mit 0,8 Promille hinter dem Steuer seines Wagens erwischt. Aber das änderte nichts an seinem guten Wahlergebnis. Mit nur 5 Gegenstimmen wurde Busemann zum neuen Landtagspräsidenten gewählt. Piel steht auch hinter dieser Entscheidung. Wir haben das gestern in der Fraktion lange diskutiert. Wir haben uns durch die verschiedenen Auffassungen, die vorgeherrscht haben, entschlossen, da ja die Abstimmung offen stattfindet, höchstwahrscheinlich ist sie freigegeben für meine Abgeordneten. Meine Fraktion wird genauso unterschiedlich wie draußen in der Bevölkerung auch die Auffassung sind zu dieser Kandidatur abstimmen und ich habe das freigegeben. Nun beginnt der Regierungsalltag für Stefan Weil und seine Führungsriege. Der Ministerpräsident ist zuversichtlich, dass Rot-Grün auch in Zukunft geschlossen zusammenstehen wird. Ich habe tatsächlich den Eindruck gehabt, dass wir in den Koalitionsvereinbarungen und auf den Parteitagen hinterher nicht vorgespielt, sondern tatsächlich großes Einvernehmen hatten. Und das ist die beste Grundlage für die Arbeit in den nächsten Jahren. Nun ist es amtlich. Stefan Weil hat eine Stimme gereicht, um neuer Ministerpräsident von Niedersachsen zu werden. Nun muss Rot-Grün weiter Geschlossenheit zeigen, um die ehrgeizigen Ziele auch umsetzen zu können.